Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Furioser Auftaktsieg gegen Schalke 04 hier im Volksparkstadion. Jetzt aber direkt der nächste harte Prüfstein. Und damit moin und herzlich willkommen zum Admiral Bett Spieltagscheck vor dem Auswärtsspiel unserer Rothosen beim Karlsruher SC. Über diese Partie wollen wir sprechen mit einem Mann, der sich mit den Gegebenheiten vor Ort bestens auskennt. Und das ist Stefan Ambrosius. Moin, Stivo. Hi. Stivo, bevor wir über den KSC sprechen, wollen wir aber erstmal auf das zurückkommen, was sich hier am Freitag im Volksparkstadion abgespielt hat. Auch für dich eine ganz besondere Partie. Du hast dein erstes HSV-Pflichtspiel seit April 2021 bestritten. Genau. Nimm uns mal mit. Wie war so dein Gefühl, als du dann in dieses ausverkaufte Volksparkstadion eingelaufen bist? Natürlich ist es was Besonderes, wenn man als Hamburger, wie ich schon öfters erwähnt habe, hier im Volkspark auflaufen kann. Und ja, wie die Fans mitgefiebert haben, allein die Stimmung im Stadion hat man schon gemerkt, hier ist das einfach anders. Und ja, ich habe mich gefreut wie ein Kind, auch gerade nach dem Sieg. Also Gewinn ist immer schön. Aber gerade wenn man das Spiel so miterlebt, wo wir erstmal 2-1 in Rückstand gehen und dann halt Ausgleich und allgemeiner Verlauf in der 90. plus 1 oder so, das 4-3 erzielen und dann, ich glaube, 90. plus 4-5, 5-3, dann ist das schon eine krasse Erleichterung. Und gerade Topspiel gegen Schalke, wo halt ganz Deutschland hinschaut oder besser gesagt fast ganz Europa, ist das natürlich was Cooles und ja, also unbeschreibliches Gefühl, wieder hier für den HSV aufzulaufen. Erklär mal aus deiner Verteidigersicht, ich weiß ja, du bist Abwehrspieler aus Leidenschaft, wenn man dann 5-3 gewinnt, klar, dann überwiegt natürlich die Freude, aber bei dir auch so ein bisschen der Ärger dann über 3 Gegentore, wo man sagt, okay, auch nicht alles optimal gelaufen? Ja, auf jeden Fall, also so mit der Mannschaftsleistung sollten wir zufrieden sein, aber mit der Defensivleistung haben wir viel nachzuholen, so gerade wenn man sieht, wie die Tore passiert sind, die kann man auf jeden Fall verhindern. Und ja, wie gesagt, das war erstmal das erste Spiel. Ist selbstverständlich, dass nicht alles klappt, aber wichtig ist, dass wir hart daran arbeiten. Hart daran arbeiten, sagt Stefan Ambrosius, und das haben wir natürlich auch in dieser Woche wieder im Volkspark getan. Dementsprechend lasst uns die Bilder dazu anschauen in der Rubrik Unser HSV. Viel Regen, viele Fans, viel Spaß und viel Intensität. Die Trainingswoche nach dem Saisonauftaktsieg gegen Schalke hatte es in sich. Moritz Heier und Dennis Hatzika-Dunic stiegen ins Training ein und sind eine Option für den Spieltagskader. Für William Mikkel-Prancis und Kapitän Sebastian Schonlau kommt das Spiel in Karlsruhe dafür noch zu früh. Die beiden trainierten individuell mit Sebastian Capell. Fraglich ist noch der Einsatz von Immanuel Ferrei. Anzi und Ludo, die haben auch Zusatzurlaub bekommen, weil sie auch mit den Nationalmannschaften noch lange unterwegs waren und aufgrund von Verletzungen ist es dann auch nicht so tragisch. Und Manu war auf dem Platz, denke, dass der morgen wieder ganz normal trainieren wird. Nicht im Training dabei ist Torhüter Marco Johansson, der bis Jahresende auf Leihbasis zu Halmstads BK nach Schweden wechselt. Weniger intensiv als das Training, dafür umso spaßiger war der obligatorische Media Day, bei dem die HSV-Profis für Fotos, Videos und Aufsager bereitstanden. Welcher HSV-Spieler dabei eine kurze Vlogger-Karriere und warum der Kapitän für einen Lacher gesorgt hat, erfahrt ihr im ganzen Video. Zu finden auf dem HSV-YouTube-Kanal. Stivo, Christian Eichner, der KSC-Cheftrainer, war zuletzt im Hamburger Abendblatt zu Gast im Podcast und er hat über dich gesagt: Den Jungen muss man einfach lieb haben. Ich habe wahnsinnig gern mit ihm zusammengearbeitet. Was macht das mit dir, wenn du solche Worte hörst? Natürlich, so Eichner und ich haben ein gutes Verhältnis gehabt und immer noch eigentlich. Und ja, er hat an mich geglaubt, wo ich halt aus der Verletzung mit nicht so viel Spielzeit dahin zu Karlsruhe gekommen bin, hat sofort gesagt, dass ich bei ihm die Spiele machen werde, hat mir sehr viel Mut zugesprochen und das war halt der richtige Trainer am richtigen Zeitpunkt und ich werde ihm für immer dankbar sein und wünsche ihm und Karlsruhe alles Gute, also natürlich nicht gegen uns, aber für die Saison alles Gute und menschlich top, auch mit den anderen wie Zlatan Bayramovic oder Sirus, der dritte Trainer, also haben wir ein Top-Verhältnis und ja, also freue ich mich auf jeden Fall, die am Sonntag wiederzusehen.
dass du ein brutaler Zweikämpfer bist, das ist ja allgemein bekannt. Christian Eichner hat jetzt im Gespräch auch nochmal deine Fortschritte im Aufbauspiel thematisiert. Würdest du sagen, dass das auch so ein Bereich ist, wo du dich noch weiter verbessern möchtest? Ja, auf jeden Fall möchte ich mich verbessern und darum tut mir das Training gerade mit Tim Walter jetzt auch sehr gut und ich nehme das an. So, ich weiß, dass ich halt in der letzten Zeit viel gelesen habe, von wegen, ja, so ist das der richtige Spielertyp oder nicht. Ich sage immer, ich bin jung und bin bereit, viel zu lernen. Dass ich nicht perfekt bin, ist klar. Aber so allein die Bereitschaft zu haben, alles aufzusaugen und mitzunehmen. So, wie gesagt, ich habe viele Trainer erlebt und von jedem konnte ich bis jetzt profitieren. Und von Tim jetzt auch. Und darum nehme ich das dankend an und mache weiter. Viel gelernt hast du dann ja scheinbar auch insgesamt bei deinem Leihjahr in Karlsruhe. Fass vielleicht noch einmal zusammen, was hast du da persönlich und auch sportlich für dich mitgenommen? Ja, also persönlich, ich war zum ersten Mal weg aus Hamburg. Also ich spiele hier, glaube ich, seit 10, 11 Jahren. Davor bei Pauli, also die ganze Zeit Hamburg, bin hier aufgewachsen, hier geboren worden. Und es war so das erste Mal, wo ich halt weg von zu Hause war, ohne Mutter, ohne Brüder, ohne meine ganzen Freunde. Und da fängt man an, sich halt selbst mit sich zu beschäftigen. Und da merkt man halt, was einem gut tut, was einem nicht so gut tut. Und so lernt man sich halt besser kennen. Und ja, das hat mir sehr geholfen. Und sportlich genauso halt. Beim HSV war immer halt alles, du musst gewinnen. Da war halt, hast du 5 oder 6 Spiele nicht gewonnen, dann fängst du an, oh, okay, es gibt auch so eine Seite. Und daraus halt wieder stärker zurückzukommen, das ist schon, wo man sagt, okay, Lernfaktor, wie man das halt schafft, zurückzukommen. So, das sind halt alles Komponente, die man halt mitnimmt und woraus man auch lernt. Und dafür bin ich halt sehr dankbar und das hat mir alles Kai zurückgegeben. Und ja, darum kann ich eigentlich nur positiv zurückblicken auf die Leihe nach Karlsruhe. Und mit diesen gesammelten Erfahrungen bist du dann jetzt im Sommer nach Hamburg in deine Heimatstadt und auch zum HSV zurückgekehrt. Genau. Wie war es dann, als du hier das erste Mal wieder im Volkspark aufgeschlagen bist? Wie war so dieser Restart, diese ersten Tage und Wochen für dich auch dann wieder in der Kabine? Ja, also ich habe mir einfach vorgenommen, Gas für mich zu geben, habe mich natürlich gefreut, meine alten Freunde, Mitspieler wiederzusehen und ja, habe es einfach genossen und wollte mich auf einen anderen Fitnesslevel bringen, was ich zum Beispiel jetzt gemacht habe. Also ich bin viel fitter, auch gerade aus der Sommerpause fit, aus der Sommerpause rausgekommen und ja, will einfach mein bestes Ich sein und dafür bin ich jetzt hier und versuche einfach Gas zu geben. Den Spaß hast du gerade angesprochen. Letzte Woche habe ich im Insta-Live mit Manu Ferrei gesprochen. Der hat dich auch hervorgehoben so für die gute Laune, die du in die Truppe bringst. Hat auch gesagt, wenn er eine Band gründen würde, dann würde er dich auf jeden Fall mit dazu nehmen. ist das auch so ein Faktor für dich, wo du sagst, okay, das brauche ich auch, um meine Leistung zu bringen, um meine Performance zu bringen, dass einfach so das Miteinander stimmt, dass einfach gute Laune in der Truppe ist? Ja, auf jeden Fall, weil gerade so in der Situation, wo wir sind, sollten wir immer dankbar sein, was wir haben. Viele andere Spieler oder andere Menschen oder Jungs, Mädchen würden gerne an unserer Stelle sein und darum, natürlich gibt es Tage, wo man sagt, oh, okay, scheiße, läuft gerade alles nicht so gut, aber trotzdem sollte man immer dankbar sein und wir machen das, was wir lieben und darum komme ich und lächle einfach. Ja, und das versuche ich halt jedem mitzugeben, auch die anderen Spieler oder ja auch Staff, egal wen, alle mit einem Lächeln entgegenzukommen und ja, und wenn das positiv auf andere wirkt, dann ist das umso besser. Du hast eben selbst schon so ein bisschen auf deine lange, lange Zeit hier beim HSV zurückgeblickt, insgesamt 11 Jahre, abgesehen jetzt mal von dem Leihjahr in Karlsruhe. Wie würdest du sagen, hat sich der Club in dieser Zeit auch verändert und wie nimmst du jetzt aktuell auch so diese Stimmung rund um den Verein wahr? Ja, also so Hamburg ist einfach ein riesengroßer Verein, so ich brauche ja nichts zu sagen. Also allein die Stadt, die Menschen, die Fans, und jetzt allein in der zweiten Liga, das immer ausverkauft ist mit 57.000. Ich glaube, das ist in der ersten Liga nicht mal so der Fall. Und darum, und gerade wo ich jetzt weg war, merkt man halt, wenn man zurückkommt, boah, okay, so was man eigentlich die ganze Zeit hatte. So das ist schon sehr, sehr krass. Und ja, so Hamburg ist Hamburg. Ne, jeder weiß, wer der HSV ist. Und ja, ist eigentlich alles gesagt. Hamburg ist Hamburg. Lass uns zum Abschluss noch einmal über den KSC sprechen. Haben ja jetzt im Sommer mit Lars Stindl nochmal einen richtigen Transferkracher gelandet. Auch insgesamt eine gute Vorsaison ja auch mit dir gespielt, auf Platz 7 abgeschlossen. Was zeichnet dieses Team aus deiner Sicht aus? Ja, also wie gesagt, Lars Stindl, das spricht eigentlich viel über die Mannschaft halt. Sprich, sehr viel Erfahrung mit Gondorf, Vanisek im Zentrum, auch Marcel Frank in der Verteidigung. Das ist schon, also die wissen auf jeden Fall, wie die zweite Bundesliga funktioniert oder mit dem Trainer. Und ja, also eine sehr abgewichste Mannschaft.
und wissen halt auch, was die können. Und das ist halt in der zweiten Liga, wenn du eine Mannschaft hast, die weiß, was die kann und die halt wirklich die Spieler halt mitbringt, dann ist das unangenehm. Und so schätze ich auch Karlsruhe ein, eine sehr unangenehme Mannschaft. Aber ja, wir gehen dahin, um die 3 Punkte zu holen. So. So sieht's aus. Und wir gehen dahin ins Wildparkstadion, ins modernisierte Wildparkstadion. Du hast jetzt in der vergangenen Saison noch in so einer Übergangsphase da gespielt. Jetzt ist, genau, ist die Arena fertig, haben es ja im Freundschaftsspiel eröffnet gegen Liverpool. Wir werden das erste Pflichtspiel da bestreiten. Wie sind die Gegebenheiten? Was wird uns, was wird die Fans da erwarten in dieser neuen Arena? Ja, also die Stadt wird schon brennen. Das ist immer was Besonderes, gerade mit zum Beispiel mir oder dem Trainer oder auch Jule. Mit Karlsruher Vergangenheit, da wollen die uns ein bisschen ärgern. Aber wie gesagt, so, ich blicke jetzt gar nicht großartig auf Karlsruhe. Ich bleibe hier bei uns und hier versuche einfach Gas zu geben. Und im Endeffekt ist es ein ganz normales Spiel. Gibt es überall 3 Punkte. Und das sehe ich eigentlich nur. Lass uns zum Abschluss, allerletzte Frage, noch einmal trotzdem auf den KSC schauen. Wenn du jetzt unten in der Kabine gefragt wirst, ey Stivo, wer sind denn da so die 2, 3 Ausnahmespieler? Wer sind die Jungs, auf die man achten muss? Wen würdest du da hervorheben? Also ich habe schon mal gesagt, Vanisek, also ist richtig starker Spieler, auch nicht umsonst die Nummer 10 da. Und ja, auf ihn müssen wir halt sehr aufpassen, sprich Standards, Schuss von fern, also jetzt hat er auch noch mit dem Kopf getroffen im letzten Spiel. Also der ist schon ein Spieler, wo ich sage, boah, richtig guter Spieler. Aber wie gesagt, so auch die anderen mit Erfahrung wie Gondorf oder Marcel Frank in der Verteidigung ist schon. Und Lars Stinde natürlich. Ja, das sind so, wo ich sage. Aber ich wiederhole mich jetzt auch, so, mir ist das eigentlich egal, so, wer da auf der anderen Seite steht. So, wir bleiben bei uns und wir wissen, was wir können. Und ja, bin positiver Dinge. Das hört sich gut an und wir schauen uns jetzt über das hinaus, was Steve uns eben schon vom KSC näher gebracht hat, nochmal an, was die Badener personell sportlich so zu bieten haben und das machen wir im Gegnercheck. Zum ersten Auswärtsspiel der neuen Zweitligasaison reisen die Rothosen in den frisch umgebauten BB Bank Wildpark nach Karlsruhe. Erstmals nach den Umbauarbeiten werden 34.000 Fans ein Pflichtspiel im neuen Wildpark anschauen. Und dort können sie sich auf ein furioses Spiel freuen. Denn genau wie der HSV ist das Team von Christian Eichner mit einem späten Sieg in die neue Saison gestartet. Gegen Aufsteiger Osnabrück gab es für den KSC einen 3:2 Erfolg. Erst in der 87. Minute erzielte Neuzugang Dennis Burnitsch den Siegtreffer und traf damit erstmals seit über 80 Spielen in einem Zweitligaspiel das Tor. Ebenfalls in die Torschützenliste trug sich am vergangenen Wochenende Marvin Vanicek ein. Bereits in der abgelaufenen Saison war der Offensivspieler Karlsruhes Topscorer. Er schoss 10 Tore und bereitete 12 weitere Treffer vor. Am Sonntag wird die HSV-Verteidigung besonders auf ihn Acht geben müssen. Die abgelaufene Saison beendeten die Badener auf Tabellenplatz 7 mit 46 Punkten. Daran will der KSC in diesem Jahr anschließen. Als Saisonziel gab Geschäftsführer Michael Becker das Erreichen von 40 Punkten an. Diesem Ziel 3 Zähler näher kommen, wollen die Karlsruher am Sonntag. Das letzte Heimspiel gegen die Rothosen im März konnten sie für sich entscheiden. Doch wenn der Wildpark erstmals bei einem Pflichtspiel mit 34.000 Fans gefüllt sein wird, wird es für den HSV darum gehen, die bittere Niederlage aus dem Frühjahr wieder gut zu machen. Auch an diesem Wochenende finden natürlich auch auf den anderen Plätzen Spiele statt. Am Freitagabend spielt Hertha BSC gegen Wien Wiesbaden und der SC Paderborn empfängt den VfL Osnabrück. Am Sonnabend reist Fortuna Düsseldorf zum FC St. Pauli, Holstein Kiel empfängt Greuther Fürth, Elversberg spielt gegen Rostock und im Topspiel trifft der FC Schalke 04 auf den 1. FC Kaiserslautern. Zeitgleich zu der Partie der Rothosen am Sonntag spielt der 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig und Hannover ist in Nürnberg zu Gast. So, den Interviewpart hat Stivo souverän bewältigt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie er sich in der allseits beliebten Crunch-Time schlägt. Ihr kennt die Regeln, 60 Sekunden hat der junge Mann Zeit,
um den Ball hochzuhalten. Bestenfalls macht er das technisch einwandfrei. Währenddessen gibt es von mir ein paar Fragen, natürlich zum HSV, zum KSC, zur zweiten Liga oder auch zu anderen Sportarten. Und am Ende werden die richtigen Antworten zusammengezählt. Im Vergleich zum letzten Mal, Stivo, wo du am Start warst, gibt es eine neue Regel. Und zwar, wenn dir der Ball runterfällt, ist die Crunch-Time nicht vorbei, sondern du bekommst nur einen Minuspunkt. Ja, okay. Trotzdem solltest du das natürlich vermeiden und sicher hochhalten. Dann kommen am Ende hoffentlich ein paar Pünktchen zusammen. In der vergangenen Woche vor dem ersten Spieltag war Ferro hier. Der hat 9 richtige Antworten geliefert. Dem ist aber auch der Ball runtergefallen. Also von daher achte auf die Hochhalttechnik. So, Regeln stehen. Wenn du bereit bist, dann würde ich einen Schritt beiseite gehen. Du kannst starten mit dem Hochhalten. Ich zähle dann von 3 runter und dann geht's los. 3, 2, 1, los. Unter welchem Trainer hast du die meisten Profispiele absolviert? Daniel Thürn. Korrekt. Was war der höchste Sieg in deiner Profikarriere? Ich glaube 4-0 gegen Sandhausen oder 6-0. 6-0. Wie viele Pflichtspiele hast du für den KSC absolviert? 19. Korrekt. Welcher deiner Mitspieler wurde am gleichen Tag geboren wie du? Weiter. Matze Raab. Welche Zweitligamannschaft schoss am ersten Spieltag auch 5 Tore? Weiter. Fürth. Welcher deutsche Tennisspieler hat am Wochenende das Turnier am Roten Baum gewonnen? Zverev. Richtig. Welche Torwart-Ikone hat gestern seine Karriere beendet? Buffon. Richtig. Welcher deiner Mitspieler trägt deine ehemalige Trikotnummer 46? Elijah Kran. Richtig. Ja. Elijah Kran, richtig. Minuspunkt ist da. Du hast bereits mehr als 45 Zweitligaspiele absolviert. Wahr oder falsch? Falsch. Wahr. 46. Mit welchem deiner aktuellen Mitspieler standest du am häufigsten gemeinsam auf dem Platz? Bakker. Richtig. Auf welchem Platz stand der KSC in der letzten Saison? 7. Richtig. Stopp. So. Eine wilde Crunch-Time hier mit der Abwehrkante, Stefan. 7 richtige Antworten hast du geliefert. Eine müssen wir dir leider streichen, weil dir der Ball runtergefallen ist. Das für dich auch so das Ärgerlichste? Oder gibt es eine Frage, wo du sagst, boah, das hätte ich wissen müssen? Ja, das mit Pflichtspielen, das sollte ich wissen. Aber ja, wie gesagt, hoffentlich kommen noch mehrere dazu. Und ja, dann werde ich das wieder ändern. So schaut's aus. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns hier heute Rede und Antwort gestanden hast. Sehr interessante Einblicke und dann bleib gesund und liefer weiter so ab auf dem Platz. Danke, dass ich kommen durfte. Dankeschön. So schaut's also aus hier vom Admiralbett Spieltagscheck. Vielen Dank an Stefan. Vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuschauen. Macht es wie immer. Lasst euer Like da. Schreibt sehr gern in die Kommentare. Und dann sehen wir uns zeitnah wieder zum Spieltagscheck. Bis dahin, bleibt am Ball und denkt dran, nur der HSV.